herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnorman. Mit dabei der Lenny, der Mike, der Lars, der Micha, der Paul und der Toledo. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Gott zum Große. So. Grüß miteinander. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Glück. Wir steigen in die Ernte ein. Wer von euch hat denn jetzt die Presse hinter? Ich. Toledo. Okay. Das hast du vor ungefähr 30 Sekunden gesagt. Nee, weil gerade zwei von meinen Händler weggefahren sind. Und ich jetzt nicht wusste, welcher von beiden hat sich jetzt die Presse geclaimt, weißt du? Vor allen Dingen, Toledo fährt da oben lang, okay. Ich wäre auch wieder Johnny gefahren. Haben wir oh, Johnny. Oh, ey, ich muss das auch jedes Mal denken, ne? Haben wir? Beinsammler? Ja, habe ich, hallo. Ah, okay. Grüß dich, eins Beinsammler. Okay. Dann bin ich überflüssig auf dem Feld, oder? Ich hab mal eine Frage. Du kannst, warte ganz kurz, Lenny, du kannst dir schon mal die Seemaschine fast schnappen, weil wir müssen auch direkt ansehen. Also wir müssen heute volles Programm auf diesem Feld machen, deswegen ist es wichtig, dass wir früh anfangen. Ja, bitte, Lenny. Wer von euch hat dieses Seasons-Tool schon ordentlich genutzt? Also auch mal in verschiedenen Einstellungen? Keiner? Oder? Nein. Okay, habe ich mit Toledo nämlich neulich schon mal drüber gesprochen. Ich habe eine Frage. Ich hab Kühe in meinem Kuhstall. Ich habe ausgerechnet, ohne das Seasons-Tool, die eine Kuh frisst pro Tag, was habe ich gesagt, 360 oder 390 Liter Mischrationen. Ja. Das ist ja ein Tag. So, jetzt kann ich ja einstellen, wenn ich im Season spiele, wie viele Tage ich pro Monat haben möchte. Ja. Frisst das Viech dann weiterhin 360 Liter am Tag oder im Monat? Wenn ich jetzt sage, ich habe 3 Tage pro Monat. Das ist eine gute Frage. Weil das würde ja den Futtermittelbedarf pro Jahr enorm erhöhen. Haben wir die Roundbaler Extension mit drauf? Ich glaube nicht. Die Fragestellung ist klar, oder? Ja, die Fragestellung ist... Hau ab! Die Fragestellung ist die, dass je höher du deinen Monatsrhythmus oder je niedriger der Monatsrhythmus ist, desto höher wird dein Futterbedarf. Ich weiß es nicht, ob das so ist, Lenny, wenn ich ehrlich bin. Aber das könnte man zur Not relativ... Also wahrscheinlich könnte dir das der Flo beantworten, wenn er da wieder... 9,8 Meter, Lars? Bitte was? 9,8? Ne, 9,0. Moin. Okay. Gut. Toledo. Ja. Gebranus. Ja, warte. Weil wenn ich weiß nicht, was ist denn der Maximalwert für diese Seasons-Gedöns? 30 Tage, glaube ich sogar. Das heißt, du hast wirklich, also dann brauchst du ja eine... 30-fache an Nahrung. Theorie. Oder? Nahrung ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, du kannst echt eine Seasons wahnsinnig lang machen. Also wenn das wirklich so ist, ja. Ach, Micha sieht schon. Ich habe das mal an meinem Kuhstall ausgerechnet. Ich habe 250 Kühe in meinem Kuhstall. Und da brauche ich pro Tag 90.000 Liter etwa Mischration. Wenn ich mit einem Tag pro Monat spiele, wenn ich auf 30 drehen sollte, wie viele Futtersilos, also wie viele Silos für Mischrationen. Nicht nur Silos, sondern wie und viel Fläche. Ne? Ja, genau. Fläche. Also ich glaube, dass das skaliert. Ich würde sagen, dass das skaliert. Auf aber den Monat gerechnet ist. Müsste so sein eigentlich. Aufs oder? Quartal hätte ich jetzt gesagt. Ne? Nee, auf den Monat. Auf den Quartal gibt es hier ja nicht mehr. Entschuldigung, auf den Monat. Ja, richtig. Sorry, ich war noch im 19er gerade mit Quartalen. Auf den Monat, ja. Das heißt, wenn ich mit 3 Tagen pro Monat spielen würde, hätte ich nicht mehr 390, sondern nur noch 130. Würde ich sagen, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist auch meine Vermutung, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Es wäre ja heftig, wenn es exponentiell nach oben gehen würde. Dann bräuchtest du ja 2,7 Millionen Liter im ganzen Monat, wenn du es mal 30 nehmen würdest. Ja. Oh Leo, ja, danke für nichts. Und dann aufs Jahr gerechnet vor allem, ne? Und du kannst ja auch einmal im Jahr geradeaus weiterfahren. Ja, genau. Dann müsstest du ja im Jahr irgendwie, keine Ahnung, 10 Milliarden Liter... Können wir das hier nicht auch noch wegmähen oder ist das nicht mehr unser hier? Ich hab's nicht ausprobiert. Ich kann doch einfach mähen. Doch, guck mal. Wir können hier noch ein Stückchen weiterfahren. Das ist auch unser. Dann fahre ich jetzt einfach mal bis Ende. Genau, fahr so weit, dass du es nicht mehr mähen kannst, weil da kann ich es nämlich auch nicht einsammeln. Nein, Toledo, du meinst das doch gar nicht, aber hier so
4, 5, 6, 7 Meter gehen noch ganz, ganz locker. Ich kriege hier drei Ballensammelwagen hintereinander hin. Wenn wir davon noch ein, zwei Längen mitnehmen, kriegen wir vielleicht noch zwei, drei Ballen mehr raus, dafür, dass wir das Gras eh haben. Okay, okay. Hättest keine Fastbail oder so mieten können? Nee, ich hab's relativ günstig gehalten und Micha hat das letzte Mal auch hingekriegt. Wie hoch war denn der letzte Ertrag aus diesem Weinberg? Wie viel Liter Trauben? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das 30.000 Liter Trauben waren oder so. Klingt das plausibel, Lenny? Ja, ich hab meine, es waren 80.000 Euro. Ja, das könnte hinkommen etwa, ja. Also so ein Dreh war auch mal mein Ernteertrag auf der Elm Creek mit den Trauben. Ich denke, das war etwa ähnlich viel Fläche. Also ich glaube, es waren 30.000 Liter oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz, ganz sicher. War eine schöne, schöne Summe dafür, dass man gar nicht so viel Arbeit damit hat. Und hoffentlich dieses Jahr noch ein bisschen weniger, dadurch, dass wir die Rasterplatzierung haben und besser mit VCA durchfahren können. Beim Ernten ist es schon, finde ich, ein bisschen schöner. Oder hoffentlich. Ja, das stimmt. Wie weit sind denn die Dinger mal auseinander? Weiß man das? 3 Meter sind die auseinander. Also wenn ich mir jetzt hier VCA mit 3 Metern stelle, dann klappt das, ja? Ich glaube, ja. Das müsste 3 Meter sein, von Dings zu Dings, ja? Von Dings zu Dings. Von Pfosten zu Pfosten. Zu Pfosten. Was? Also von Uwe zu Uwe, oder wie? Ja. Aber warum beleidigst du denn jetzt den Uwe? Der ist doch gar nicht da. Ist echt hinterhältig von dir, über Leute zu reden, die nicht da sind. Den echten Uwe? Er muss ja den meinen. Dann halt von Uwe zu Lauch? Hä? Und dann ist das eher so von Pfosten zu Stöckchen, oder? Paul? Micha? Wenn du nichts zu tun hast, du könntest mal zum Händler fahren, ein bisschen Saatgut, ein bisschen Dünger holen fahren auf Packs. Wahnsinn, ich weiß, was das kostet. Mich braucht halt zum Säen. Mhm. Kannst du einen Silberhänger oder so dranhängen oder sonst irgendeinen und ein paar Big-Packs mitbringen? Es wird zur Not auch ein paar Missionen zum Spritzen geben. Hier Schönfeld 19 Spritzen mit der Selbstfahrerspritze. Dann kann man noch ein paar andere Missionen mitfahren. Der Rubicon. Nein! Wir müssen uns übrigens noch eine Spritze kaufen. Spritzen. Warum? Haben wir keinen Striegel? Wir haben einen Striegel! Ja, grundsätzlich kriegst du aber mit dem Spritzen beim Precision Farming den Umweltbonus. Ah, echt? Was? Du kriegst wenn du die richtige Spritze benutzt. Stimmt. Uwe, du hast keine Rundumleuchte an. Was ist denn ein Umweltbonus? Naja, du kriegst mehr oder weniger zum Beispiel für dein Getreide, je nachdem wie deine Ökobilanz ist. Ja, mit dem Striegel ist doch viel besser eigentlich als mit irgendwelchen Spritzmittel. Also, nein, logischerweise. Mit dem Striegel steigerst du deinen Umweltbonus nicht mit der Spritze. Ja, aber also, ja, ich verstehe das im Spiel, aber es macht ja wenig Sinn in Realität, oder? Also ich kann meinen. Du kriegst Geld dafür, dass du Pestizide verballerst. Yeah. Ja. So könnte man das ausdrücken. Ja, so klingt das doch für mich. Ja, es ist aber so, dass du mit dieser John Deere Spritze dieses sogenannte Spot Spraying hast. Ja, das heißt, der sprüht nur weniger, da, wo auch Unkraut ist. Aber mit dem Striegel sprühe ich ja gar nichts. Also, dass ich ja, da wobei ich mir vorstelle, mit dem Striegel reißt du aber auch zum Teil gesunde Pflanzen raus, die ja eigentlich als Nutzpflanze nutzbar wären. Aber das Feld wird ja dadurch nur besser, weil die schlechten sterben. Ja, mit dem Striegel machst du ja auch wieder vielleicht die oberste Schicht so ein bisschen locker, ne? Und dann hast du wieder das Thema Bodenemission. Ich glaube, ihr lügt euch hier alle ganz schön einzurecht. Ne, Ich glaube, das ganze Ding wird von Corteva gesponsert. Ich habe das Ding, ja, John Deere ist Partner, ne? Aber ich habe das Ding nicht entwickelt oder sonst was, aber ich kann es mir so vorstellen, ne? Auch wenn es nur eine leichte Lockerung ist. Durch das Ding, aber wenn es danach regnet und du das Jahr für Jahr machst, hast du das, könnte ich mir vorstellen, hast du vielleicht eine gewisse Bohnenemission, die dir einfach weggespült wird, der Boden.
Erosion meinst du? Erosion, ja, ja. So rum, nicht Emission. Die gute alte Emission. Ja, die gute alte Emission, genau. Kann ich mir nur vorstellen. Und mit dem Sword Spurring hast du natürlich durch die Sensoren nur da, wo wirklich was ist, setzt du was ein. Quasi alles mit Maß und Verstand. Ja. Unter anderem werden dir Bodenpunkte abgezogen, wenn du pflügst, obwohl nicht gepflügt werden muss. Wegen dem Thema Bodenerosion. Ja, das hat ja auch was mit Wasserspeicher zu tun, nicht nur Erosion. Aber das gibt ja auch grundsätzlich Sinn. Sowohl im Spiel als auch im richtigen Leben. Aber ich verstehe schon, Lenny, dass du sagst. Grundsätzlich, jede Feldbearbeitung, die nicht notwendig ist, zieht dir den Umweltbonus runter. Aber wenn du mulchst, obwohl nicht gemulcht werden muss, weniger Punkte. Was interessiert mich auch das Leben der Bienen, ja? Also ich spritze halt, auch wenn es nur spottig ist, ne? Genau. Und Riegel ist ja gar nicht spritzen. Also ich verstehe den Sinn dahinter, ja, aber dass sie den Striegel davon ausnehmen, das verstehe ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Es geht ja auch nicht darum, dass du hier irgendwie aller Bio oder sonst was machst, also gar kein Herbizid oder sonst was. Hallo? Nee, aber das wäre ja schon lustig, ne, weil ich sag mal, Striegeln ist ja doch deutlich mehr Aufwand, als mit einer 40-Meter-Spritze übers Feld zu ballern, ja. Und das könnte man ja schon irgendwie belohnen, dass man, also allein vom Belohnungssystem her mehr Arbeit zu machen. Hat die Spritze wirklich 40 Meter von? Ja, keine Ahnung, aber die sind ja deutlich größer als die Striegel, sagen wir es mal so. Warte, ich weiß es gerade gar nicht, ich muss gerade gucken. Warte, Spritzen. Die von John Deere hat 28 Meter. Ja, aber da findest du ja keinen Striegel in der Breite, so. Nee, das stimmt. Aber die geht auch nicht breiter zu konfigurieren als 28 Meter. Und die Spritze kannst du halt die ganze Zeit benutzen, bis es ausgewachsen ist halt. Und den Striegel kannst du halt nur in der ersten Wachstumsstufe benutzen, ne? Also das heißt, du musst das sogar richtig gut timen. Ich finde, das ist ein Bonus wert einfach. Da stimme ich dir zu. Vielleicht kommt's noch, man weiß es nicht. Aber trotzdem ist es schon mal, also das, was ja das, ich nenne das jetzt das Content Update, ist das Free DLC, whatever, erreichen will, ist ja über so Themen auch aufzuklären, ne? Und ich finde, das erreichen die damit aber trotzdem schon. Ja, bestimmt, ja. Ich wollte das jetzt auch nicht schlecht reden. Alles gut. Ich dachte nur, also ich meine, ich bin ja kein Landwirt, ich habe da ja auch gar keine Ahnung von, aber einfach nur im Sinne so von, mach dir mehr Arbeit, dafür hast du eine höhere Belohnung, so, weißt du? Bin ich bei dir. Weil das ist ja genauso, zum Beispiel, du kannst ja Kunstdünger verstreuen, ja? Das ist, ja, ich sag mal, relativ einfach, ja? Aber wenn du mit Mist und Gülle düngst, ja, wo du viel weniger Arbeitsbreite hast und viel mehr Zeug auftragen musst, dann muss das irgendwie ein Benefit bringen, weil sonst wird es ja nicht genutzt im Spiel einfach. Ja? Das stimmt. Entschuldigt bitte das ja sehr abrupte Ende. Hier gab es irgendwie ein kleines Problem. Deswegen sorry dafür. Natürlich, wie immer, jetzt kommt der Standardspruch, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne wie immer ein Däumchen nach oben da lassen. Natürlich auch von den Jungs ein Tschüss, bye bye und bis zum nächsten Mal. Danke euch, macht's gut, ciao, ciao.